In der nordfranzösischen Hafenstadt Calais spielen sich momentan Szenen ab, die daran erinnern, dass die Armut der Dritten Welt vor den Toren Europas steht. Und sie verschafft sich Zutritt. Jene Flüchtlinge in Calais sind die Glücklichen, die die Überfahrt auf einem Schlepperboot über das Meer überlebt haben. Ihr Ziel? Großbritannien. Um dorthin zu gelangen, schlitzen sie von Lkw, die dort im Stau stehen, die Planen auf und schmuggeln sich in den Laderaum. Nicht alle überleben diese Fahrten. Tausende Flüchtlinge wurden schon von solchen Trucks heruntergeholt. Die Lkw-Fahrer sind genauso überfordert wie die Behörden. Es ist die letzte Etappe einer Flucht quer durch Afrika und Europa. Kurz vor Calais in Frankreich versuchen sich Flüchtlinge in den wartenden Lastern zu verstecken. Ihr Ziel Großbritannien. Sie schneiden Lkw-Planen auf und brechen Siegel, um auf die Ladefläche zu kommen. Franz Grüb fährt seit 12 Jahren einmal pro Woche diese Strecke. Wir begleiten ihn auf dem Weg von Recklinghausen nach Calais. In Frankreich macht er keine Pausen, anhalten ist ihm zu gefährlich. Doch einem Stau ist er ausgeliefert. Da hat man schon Angst. Zurzeit ist richtig katastrophale Zustände, weil kann man nichts machen und trotzdem ist man in so einer Situation. Man steht auf der Autobahn und dann passiert da hast du auf einmal 10 drin oder mehr, ja? Kommst du in eine Kontrolle, hast du aber ein Problem. 2000 Euro Strafe käme auf die Spedition zu, sollte ein Flüchtling in Franz Grübs Lkw gefunden werden. Außerdem gilt der Fahrer zunächst als Schleuser. Aber es gibt auch eine andere Seite. Die Schicksale der rund 3000 Flüchtlinge, die hier auf den Wiesen und Feldern rund um die Kontrollstationen leben. Selbstgebaute Hütten aus Folie und Holz, aber das ist noch Luxus. Samra kommt aus Eritrea, ist im 6. Monat schwanger. Sie schläft draußen auf dieser Wiese. What do I do here? Was mache ich hier? Ich bekomme keine medizinische Versorgung. Ich bin schwanger und habe keinen Platz, wo ich bleiben kann. Ich werde hier nicht behandelt. Was ist das Beste, was ich machen kann? Versuchen zu kämpfen oder wieder eine Nacht auf der Wiese verbringen? Was ist besser? Es gibt kein Wasser, keine Lebensmittel. Samra hat alles verkaufen müssen, um nach Europa zu kommen. Eine lange, risikoreiche Reise durch die Sahara und das Mittelmeer hat sie für ein besseres Leben in Kauf genommen. Wir suchen einen Ort, wo Frieden ist. Da möchten wir bleiben. Besonders auch, um gute Schulen für unsere Kinder zu haben. Wir leben nicht für uns selbst. Viele Dinge mussten wir mit ansehen. Wir wollen aber nicht, dass das für unsere nächste Generation wiederholt wird. Unsere Kinder sollen so etwas nicht erleben müssen. Werden die Flüchtlinge bei den Kontrollen erwischt, fährt man sie mit einem Bus rund 20 Kilometer von der Kontrollstation weg und setzt sie einfach wieder aus. Ein Teufelskreis. Auch Samra ist schon einmal in einen Lkw geklettert, wurde entdeckt. Jetzt steht sie wieder an der Autobahn. Ja, ich versuche es wieder. Dafür bin ich hier, denn ich habe keine andere Wahl. Und das Drama spitzt sich zu. Beim Versuch, auf einen fahrenden Zug aufzuspringen, kommt am Dienstag ein Flüchtling ums Leben. Es ist nicht der erste. Hohe Zäune und genaue Kontrollen sollen am Eurotunnel für mehr Sicherheit sorgen oder besser gesagt die Flüchtlinge draußen halten. Doch immer wieder kommen Migranten auf das Gelände. Damit das nicht passiert, werden die Lkw wie der von Franz Grüb als erstes durchleuchtet und dann mit einem CO2-Detektor untersucht, erklärt uns Aurélien Lerich, der an der Kontrollstation arbeitet. Er erkennt den Anstieg der CO2-Konzentration im Lkw und wenn dieser ein bestimmtes Niveau erreicht, ist das ein Zeichen, dass jemand drin ist. Mit den Spürhunden gehen wir um den Lkw herum, dafür muss der Fahrer seine Kabine verlassen. Wenn der Hund anschlägt, ist noch jemand im Fahrzeug. Rund 3500 Lkw pro Tag werden hier abgefertigt. Momentan muss der Tunnel allerdings mindestens einmal pro Nacht gesperrt werden, weil es Flüchtlinge doch irgendwie geschafft haben, die Sicherheitsvorkehrungen zu überwinden. Für Lkw-Fahrer wie Franz Grüb eine Katastrophe. Denn die durch das Flüchtlingsdrama eh schon vorhandenen Staus werden immer länger. Nun wird aufgerüstet, neue Parkplätze auf dem eingezäunten Gelände gebaut, ein 4 Meter hoher Zaun mit Stacheldraht an der Autobahn hochgezogen, direkt vor einem provisorischen Flüchtlingscamp. Wir glauben, dass das unmenschlich ist und auch gegen die Menschenrechte verstößt. Wir haben hier eine Notlage, weil den Menschen hier das Notwendigste zum Überleben fehlt. Die Organisation Ärzte der Welt versucht hier zu unterstützen. Denn eine öffentliche Einrichtung für Flüchtlinge ist weit entfernt und nicht wirklich eine Hilfe.
Zum Beispiel, wenn Sie duschen oder zur Toilette möchten, dann müssen Sie zwischen 12 und 16 Uhr gehen und es gibt nur eine Mahlzeit pro Tag. Doch die meisten Flüchtlinge warten an der Autobahn auf ihre Chance, ein besseres Leben zu beginnen. Für Fahrer Franz Grüb und seine vielen Kollegen nicht nur als Lkw-Fahrer, sondern auch menschlich eine unhaltbare Situation. Sein Chef Horst Kottmeier macht sich auch Sorgen um die Sicherheit seiner Fahrer. Wenn ein Fahrer eingreift, ein Fahrer von uns ist am Kopf verletzt worden, ist mit dem Stein beworfen worden. Und die Planen werden täglich aufgeschnitten, die Leute klettern nachts auf die Dächer, schneiden die Dächer auf, Ware ist beschädigt. Also wir haben ein paar Fahrer, die einfach sagen, schick mich woanders hin, ich will da nicht mehr hin. Franz Grüb macht aber erst einmal weiter. In 12 Jahren war er nur ein einziges Mal unpünktlich. Ob ich dann noch weiter so mache, weiß ich nicht. Das ist, muss man sich, wenn das sich nicht bessern, muss man das überlegen, ne? Ob man den Job noch weiter führen soll. Nach gut 5 Stunden kommt Franz Grüb in seinem LKW am Eurotunnel an. Dieses Mal ohne zerschnittene Plane, ohne Flüchtlinge an Bord. Doch das Problem bleibt. Im Sommer werden hier in Calais bis zu 5000 Flüchtlinge erwartet.